Um 810 würde das Fränkische Reich durch den Willen einer einzelnen Person zusammengehalten. Karl dem Großen. Karl duldete auf seinem Thron in Aachen keinen Widerspruch. Nach seinem Bruder und dem schwachen Herrschaft von Ludwig dem Frommen kann das Reich nun genommen werden. Ihr, die Karolingi und Enkel Karls, seid dazu aufgerufen. Pro Spielerrunde wählt jedes Spieler zwei Aktionstafeln aus, die anschließend in zufälliger Reihenfolge auf dem Jahreszeitenrad ausgeführt werden. Dies stärkt die Interaktion zwischen den Mitspielern und bedeutet, dass jedes Spieljahr wie im Fluge vergeht, unabhängig davon, ob er mit der maximalen Spielzahl von 6 oder nur zu zweit spielt. Es würde sehr genau darauf geachtet, dass Karolingi wunderbar skaliert. Das Spiel enthält doppellegige Spieletableaus an einer großen Menge an Holzspielsteinen, viele davon bedruckt. Karolingi enthält zwei Spielmodi, einen kompetitiven Modus und den höchsten regionalen semi-kooperativen Modus, der am Spieltisch ganz neue Anforderungen beim Wettstreit und dem Thron bringen wird. Karolingi ist ein höchst interaktives Spiel mit einer Spielzeit von 90 bis 180 Minuten. Seid ihr bereit, den karolingischen Thron zu besteigen und das Reich zu vereinen?